Jana Maria, du warst ja nach dem letzten Lagerfeuer sehr aufgewühlt. Ja, die Bilder, die waren schrecklich für mich. Also, ich hätte nie im Leben gedacht, dass sowas passieren würde. Er wollte sich beweisen und ist gescheitert. Ich muss dir leider sagen, dass du auch heute starke Nerven brauchst. Ach, du Scheiße. Mir geht's gut. Wir schauen's uns an. Ich habe Bauchschmerzen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass da jemand kommt, so, mit dem ich mich ehrlich gut verstehe, so, weißt du? Ja, wie meinst du ehrlich gut verstehen? So eine Ratte. Schäm dich. Was meinst du? Mistkerl. Einfach. So kein Mann. Boah, ey, was ein. Weißt du, was mir vorhin rausgerutscht ist? Ich wollte irgendwie Emotionen sagen und also ich habe Emotionen einfach gesagt. Du killst mich. Du killst mich. Ins Bett musst du. Du machst dir Gedanken über dich selber und wenn du gerade in dem Moment empfindest und emotional bist, dann bist du es. Und so ist und das. Das merke ich. Und das finde ich cool. Das finde ich cool, Emma. Bei uns ist das einfach 100% Match. Okay. Ich habe nichts dazu sagen. Umut hat ja schon mal fremd geküsst. Du hast dich ja wie eine Löwin beim Opening noch vor ihn gestellt und hast ihn ja sehr verteidigt, ne? Weil ich ihm vertraue. Ich kann nicht mal mehr reden. Alles gut, lass dir deine Zeit. Das ist ein Witzbold, ey. Ich will das nicht, ich mach das nicht mehr, ich brauch das nicht. Die sind so davor, sich zu küssen. Er kann gerne in der Villa bleiben. Ist mir scheißegal, aber ich möchte das nicht. Ich bin nicht mit so einem Hampelmann zusammen. Ja, dann soll er sich da blamieren. Soll er sein Gesicht verlieren, hat er eh schon längst. Ich hoffe, dir ist es bewusst, wie stark du bist. Ich weiß es. Aber das ist mir echt peinlich. Natürlich. Dass ich sowas er darf nicht mal in deinen Vita auftreten. Wirklich. Stell dir vor, deine Eltern, alle sehen das. Oh, unangenehm.